In der russischen Stadt Asow in der Region Rostow sind nach Angaben des zuständigen Gouverneurs Öllager nach einem ukrainischen Drohnenangriff in Brand geraten. Nach ersten Informationen habe es keine Opfer gegeben. Die Flammen hätten sich auf Tanks von 5000 Kubikmetern ausgebreitet. Die örtliche Feuerwehr bemühe sich, die Brände unter Kontrolle zu bringen. Unabhängig verifizieren lassen sich die Informationen nicht. Von der Ukraine gab es keine unmittelbare Stellungnahme.